Thomas Anders hatte halt von seiner Frau diese Kette, die ihn, sagen wir mal, die zeigen sollte, sie gehört, der gehört zu mir oder der hört mich, ja, der hört bei mich bei und der ist für keine anderen verfügbar. Das heißt, sie hatte diesen Stempel ganz offensichtlich auf ihn draufgedrückt. Er hat das gerne sich dazu zwingen lassen, das zu tragen. Wir haben uns in den letzten 5 Jahren ein einziges Mal nur 4 Stunden getrennt. Und in diesen 4 Stunden hatte ich eine Lebensmittelvergiftung, das war auf Gran Canaria. Und in der Zeit hat er für mich Medikamente geholt. Das glaubt uns zwar kein Mensch, das kauft uns keiner ab, aber es ist halt so. Wir gehen nicht getrennt zum Einkaufen, wir gehen nicht getrennt zum Briefkasten. Und wir fahren nicht getrennt irgendwo hin. Und das ist für uns so selbstverständlich geworden, dass man sich richtig vermisst. Wenn er mal eine Viertelstunde mit dem Askan draußen im Garten ist, dann kriegen wir beide Gefühle dann sofort hoch, schnell, schnell. Das ist ganz furchtbar. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre verheiratet mit einem Popstar, der dermaßen umschwärmt ist, den alle so toll finden. Ganz ehrlich, ich hätte zwischendurch Angst, er würde vielleicht irgendwie mal eine andere besser finden. Hast du nie Angst, dass er dir mal weglaufen kann? Da kann ich nur lachen, weil unser Vorlauf, wir kennen uns so lange, der ist so ewig lange. Und warum? Er hat im Prinzip hat er keinen Grund dazu. Zweitens bin ich immer dabei. Die Presseleute, die mir. Die Nora, die also da bestimmte Dinge wollte, wenn sie also zum Beispiel in England in Top of the Pops sogar auch waren, war ja auch Top 10 in England, You Are My Heart, You Are My Soul, und sie die Kameraleute bedrängte, unbedingt den Thomas so aufzunehmen, dass das Nora-Kettchen auch sichtbar wird. Ja, das war natürlich in so professionellen Umfeld wie Top of the Pops natürlich ganz furchtbar, ja, hat uns allen wehgetan, ja. Du, und ich war damals, das muss ich auch fairerweise sagen, wenn man so Anfang 20 oder sowas ist, von diesem ganzen Erfolg sehr, sehr, ja, überrannt. Plötzlich, ich habe mir immer gewünscht, irgendwie mal in den Charts zu sein, und plötzlich immer ist man Nummer 1 in 81 Ländern der Welt. Genial ist alles umschrieben. Der eine mit dieser, mit der fantastischen Stimme, mit diesem großartigen Bühnenpräsenz. Welchen meine ich jetzt? Eigentlich beide, das ist es ja. Beide haben das. Walking, ich erinnere mich an das ein oder andere Video. Ich weiß, ein verstorbener Freund von mir hat das damals gedreht. Über den möchte ich natürlich jetzt nicht schlecht reden, aber wir wohnten in der Wohngemeinschaft und er hat gesagt, ich drehe ein Modern Talking Video, ich bin zum Abendessen wieder zu Hause. Also das wird relativ schnell gehen. Das hat man als Auftragsarbeit dann mal eben kurz abgeliefert und dann ein bisschen nachbearbeitet. Und so sah das dann auch aus. Ist denn jetzt auch irgendetwas mit Dieter Bohlen in Planung? Weil du hast im Fernsehgarten etwas gesagt, ihr habt euch versöhnt. Gibt es da noch mehr? Ist da mehr zu erwarten? Ja gut, aber wenn man sich versöhnt, wenn ein Ehepaar sich geschieden hat und dann abends miteinander essen geht, heißt ja nicht, dass sie direkt wieder heiraten. Also da ist nichts in Planung. Ja, das ist nun. Wir haben uns nicht getroffen, um irgendwas zu planen. Das war also jetzt nicht das Ding, wo wir sagen, lass uns doch mal was stricken, wie wir irgendwas hinkriegen oder wieder ein tolles Comeback hinkriegen. Das sehe ich von Dieter aber auch nicht so. Also das was ist, es kommt mit Sicherheit ein Album raus im Herbst von der Plattenfirma 30 Jahre Modern Talking. Das haben wir aber nicht zu bestimmen. Die Plattenfirma macht das. Das ist der sogenannte Backkatalog, weil der Plattenfirma gehören alle Rechte von den Songs. Und die werden irgendwas machen. Das weiß ich auch von denen, dass die was machen. Aber das hat, ob wir uns nun besprochen hätten oder nicht, das hätten die sowieso rausgebracht. Also die wären natürlich sehr daran interessiert. Wem? Die Plattenfirma, wenn es. Ja, die Plattenfirma, ja, natürlich, die Plattenfirma haben uns schon ein Angebot gemacht, was wir abgelehnt haben. Weil wir das einfach nicht sehen. Wir sehen kein neues Album. Und darf ich fragen, wie kam es eigentlich zu diesem Wiedersehen? War das zufällig? War das geplant? Ein bisschen war es natürlich schon geplant, weil ich fliege nicht zufällig nach Hamburg und treffe dann Dieter Bohlen im Büro unseres Anwalts. Aber wir haben einfach gemeinsam einen Anwalt, der für Modern Talking ja im Grunde auch die ganzen Sachen macht, schon immer macht. Modern Talking muss ich auch so sehen, das ist ja nicht mit dem Tag X 2003 zu Ende gegangen. Das ist ja ein Unternehmen, das immer noch CDs verkauft und immer noch Umsätze fährt und auch Namensrechte geschützt und mit Modern ist ja immer noch das Gleiche. Das muss ja immer wieder besprochen werden. Und ich habe eben mit dem Anwalt immer Kontakt und dann haben wir uns einfach mal so besprochen und sagte, mir geht es zum Teil ganz unabhängig von Dieter tierisch auf den
Senkel, dass halt eben Modern Talking immer so dargestellt wird, das sind die zwei, die sich verkracht haben. Und da ist ja eh alles scheiße. Wo ich mir irgendwann sagte, Moment, ich gehöre nicht zu den Künstlern in Deutschland, der in den Geschichtsbüchern drin steht, die meisten CDs verkauft hat mit 125 Millionen Einheiten, um eigentlich immer mit den Medien immer nur zu hören, sprechen die noch miteinander, die sind verkracht, so und so. Der muss doch irgendwann mal gut sein. Da hat auch gewisse Reife sicherlich auch eingesetzt oder dazu. Beistand, zu früher, alles. Also auf jeden Fall sehr, sehr gut gelöst, denke ich. Ja, ich finde auch unaufgeregt gelöst. Einfach, ist normal. Also die und ich können jetzt Hallo sagen und müssen nicht mehr verschiedene Flugzeuge buchen. Rar, ganz besonders im Showbusiness. Wir haben heute Abend ein Paar hier zu Gast, von dem sagen viele, es sei fast so eine Art Traumpaar. Sie sind eigentlich buchstäblich unzertrennlich. Kürzlich konnte ich lesen, dass also auch eine Trennung von wenigen Stunden für beide schon schwer ist. Klarer Fall, dass wir beide zusammen eingeladen haben heute Abend hier. Thomas, du bist noch sehr jung, du bist ziemlich reich und du bist sehr berühmt. Du hast vor allen Dingen deinen Traum verwirklichen können, ein Popstar zu werden. Wovon träumst du eigentlich jetzt noch? Die Frage, mein Traum. Er wurde verwirklicht, das ist richtig. Er hat im Grunde meinen Traum, berühmt zu werden und Popstar zu werden, wurde eigentlich mit dem Erfolg und mit dem, was ich jetzt bin, übertroffen. Wovon ich weiter träume, eigentlich vom Leben zu zweit. Das Leben mit meiner Frau, dass es gesund, glücklich und weitergeht, weil ich glaube, alles andere fügt sich dann. Wir sehen jetzt schon oder haben gerade schon gesehen Bilder von eurer Hochzeit. Es ist ja so, man stellt sich immer so vor, Popstar sein ist deswegen so toll, weil man dann auch viele Partys eingeladen wird, weil man viele Leute kennenlernt, auch viele Frauen, man kann flirten. Es ist irgendwie so das süße Leben. Als dieses verheirateter Image, Mann, könnte ich mir vorstellen, ist das irgendwie weniger lustig. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, einmal kommt dieses Image, Popstars schwimmen im Geld, baden in Champagner und arbeiten nichts. Das ist ja so ein bisschen das Klischee, was uns anhaftet. Und eine Ehe, glaube ich, für mich zumindest, das ist von Typ zu Typ natürlich verschieden, aber für mich ist es förderlich, weil ich halt eben diese Kraft für diesen anstrengenden Beruf nur in einer Ehe finden kann und halt eben aus diesem Geborgensein und dieses Nachhausekommen immer wieder neue Kraft tanken kann. Anders könnte ich das überhaupt nicht mitmachen. Also Nora ist sicher im Moment eine der viel beneidetsten Frauen Deutschlands. Es gibt nur wirklich tausende von jungen Mädchen, die sich gerne an ihrer Stelle sehen. Bist du dir eigentlich darüber im Klaren, dass du auch viele tausend Teenies sehr traurig gemacht hast? Das ist jetzt gemein, würde ich sagen. Was heißt traurig gemacht? Ich würde viel eher sagen, dass ich auch viele Freunde gewonnen habe unter den Fans. Es ist so gekommen, wie sich das fast niemand vorstellt. Es ist so positiv gekommen. Ich habe an meinem Geburtstag über 10.000 Briefe nur aus Deutschland gekriegt. Und die ihn nicht mögen, die mochten mich auch nicht. Und es ist halt da, wir waren schon vor Modern Talking verheiratet. Warum sollen wir eine Gewohnheit, die wir seit 5 Jahren jeden Tag machen, warum sollen wir die ändern? Also Thema Lebensträume, Lebenswünsche. Wünscht ihr euch zum Beispiel Kinder? Wollt ihr so eine richtig komplette Familie werden? Später. Was sagst du, Nora? Wir sind ja sehr, sehr spät, ja. Mögt ihr Kinder? Ja, also auf jeden Fall. Nur momentan sind wir noch wahnsinnig jung, auch wenn wir etwas älter aussehen. Das hängt auch ein bisschen mit dem Beruf zusammen, dass wir so viel im Stress sind, unterwegs sind. Aber wenn es mal ruhiger wird, dann bestimmt. Wenn man so viel im Stress und so viel unterwegs ist und sehr mit seinem eigenen Leben eigentlich auch beschäftigt, gibt es da irgendwie noch Dinge außerhalb des eigenen Lebens, die einen beschäftigen, vielleicht berühren, vielleicht sogar empören? Meine Frau hat da vor kurzer Zeit etwas aufgegriffen. Am besten spricht sie selbst darüber. Oh ja, und zwar ein Lebensziel von mir ist auch, ich habe ein wahnsinniges Faible für Tiere und wir sind zwar Berliner, aber wir sind hin und wieder auch in unserer Heimatstadt in Koblenz. Und unsere Haushälterin, die hat uns darauf aufmerksam gemacht, die Gute, dass wir uns vielleicht mal im Tierheim umsehen sollten, weil da über 180 Hunde und Katzen sind, die vom Verhungern stehen und wenn nicht Geld gespendet wird, dass alle eingeschläfert werden. Na gut, dann waren wir da und es hat mich so mitgerissen, das macht einen so fix und fertig. Man kann sich das so gar nicht vorstellen, es sieht jetzt aus wie ein Schauspiel, aber wenn man da mal an den Boxen steht und einem die Hunde in die Augen gucken und kranke und angefahrene Hunde und kleine Hunde, da schlägt mir das Herz schon ein Stück tiefer. Und ich muss sagen, ein Lebensziel ist, dass man, wenn vielleicht das Koblenzer Tierheim mal saniert ist, ein Tierheim nach dem anderen zu sanieren in Deutschland.
Das wäre für dich das Wichtigste, dass diesen Tieren geholfen wird? Ja, ja. Weil ich sage mir, ein Mensch kann sprechen und kann artikulieren und ein Hund kann nur bellen und eine Katze kann nur miauen. Sie können ihre Gefühle nie richtig zeigen und wenn niemand drauf aufpasst, dann Wie ist das mit Menschen? Also ich meine, nimm es mir nicht übel, aber vergewaltigte Frauen, misshandelte Kinder, gefolterte Menschen, können die sich denn zur Wehr setzen? Das ist jetzt eine sehr schwere Frage. Ich würde sagen, das ist ein ganz anderes Gebiet. Selbstverständlich bin ich auch dafür, dass diesen Leuten geholfen wird. Das ist ganz klar. Das aber ist für dich ist das wichtig, selbstverständlich. Die Tiere. Aber für mich ist es selbstverständlich. Ich gehe jetzt mal davon aus, es wird jede Nacht in jeder Kneipe, Entschuldigung, den Ausdruck gesoffen, bis die Balken sich gebogen haben. Oder und die Kettenraucher, ich spreche jetzt auch die Kettenraucher an. Ich rauche selbst, aber wenn ein Kettenraucher eine Zigarettenschachtel am Tag halbiert und die 2 Mark geben würde, ein einziges Mal nur in seinem Leben, dann wäre allen Tieren geholfen. Ist auch mein Thomas die Frage. Es gab ja Aktionen, das Band Aid Konzert für die Hungernden in Afrika, es gab das Anti-Wahnsinns-Festival gegen Wackersdorf. Warum warst du bei keiner dieser Aktionen dabei? Damals, als diese Band Aid Geschichte aufkam, auch gerade hier mit den deutschen Künstlern, war Modern Talking gerade am Entstehen. Und wir hatten noch halt eben diese Popularität, wie wir sie heute haben, nicht? Ich glaube, wenn es heute zustande kommen würde, würde man uns auch fragen. Man hat uns damals nicht gefragt. Wenn man dich heute fragen würde, wärst du bei der nächsten Aktion gegen Wackersdorf dabei? Ich wäre mit Sicherheit bei Band Aid dabei. Wackersdorf, ich bin nicht so ein wahnsinnig politischer Mensch, muss ich sagen. Das muss ich mit meinen Kollegen absprechen. Mit welchem Kollegen? Ja, mit dem Dieter natürlich. Okay, noch eine Frage an die Nora. Also, wenn ich mir vorstelle, ich wäre verheiratet mit einem Popstar, der dermaßen umschwärmt ist, den alle so toll finden. Ganz ehrlich, ich hätte zwischendurch Angst, er würde vielleicht irgendwie mal eine andere besser finden. Hast du nie Angst, dass er dir mal weglaufen kann? Da kann ich nur lachen, weil unser Vorlauf, wir kennen uns so lange, der ist so ewig lange und warum? Er hat im Prinzip halt keinen Grund dazu. Zweitens bin ich immer dabei. Die Presseleute, die mich... Vielleicht hat er gar keine Chance, weil er immer dabei ist. Ich weiß es nicht, ob er das Bedürfnis danach hat, aber mir gegenüber sitzen die Presseleute und denen ist bekannt, dass wir uns nie trennen. Und die wissen auch ganz genau, es gibt kein Foto allein und nichts. Es ist eine Entscheidung von uns beiden. Und nein, ich habe keine Angst. Warum? Vielleicht, wenn ich mal 20 oder 30 Jahre älter bin und richtig hässlich bin und so, dann mache ich mir meine Gedanken weiter. Okay.